Hallo? Ah, jetzt habe ich ein Ding. Meine Fresse, immer diese Einstellung vor jedem Stream, irgendeine Einstellung, ich weiß auch nicht. Irgendwas verstellt sich immer und dann ist mein Mikro weg und dann muss ich wieder drei Optionen durchgehen, bis du den Sound wieder hast und ah. Wie dem auch sei. Hi Fans, willkommen zurück zu einer weiteren kleinen, wie soll ich sagen, Reaction-Video. Die drei Leute, die regelmäßig meinen Kanal angucken, werden sich noch erinnern. Ich habe vor 2 Wochen mal ein Reaction-Video darauf gebracht, das ich sehr interessant fand, wie es denn für Männer bei modernen Datings so abläuft. Und ich habe ja gesagt, ich lasse der Frau mit meinem Zweitkanal hier ein Abo da. Und da bin ich hier zufälligerweise auf dieses Video gestoßen. Und es mag etwas überspitzt sein, gebe ich ganz offen zu. Da ist auch ein guter Prozentsatz Satire dabei. Aber ich habe mich beim ersten Angucken so dermaßen schlapp gelacht. Da habe ich gedacht, so, komm, da machen wir, da schieben wir noch 2 Wochen später gerade noch ein React hinterher. Ich meine, das Video ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Für diejenigen, die es kennen. Ich hab mir echt gedacht, so, ah ja, natürlich, kein Wunder, werden wir irgendwann aussterben, wenn das alles so sehen. Ich würd einfach mal sagen, wir lassen jetzt da dieses Video mit der 6-Punkte-Regel, lassen wir mal einfach jetzt mal laufen und dann gucken wir mal, sagen wir mal später was dazu. Es ist für Männer heutzutage nicht immer einfach, den Überblick zu behalten, welches männliche Verhalten nun akzeptiert und welches von den Frauen nicht toleriert wird und sie dir nie verzeihen. Es ist also in deinem besten Interesse, ihr mit dem richtigen Verhalten zu demonstrieren, dass du sie als gleichberechtigt siehst, sie als Frau nicht abwerten willst und als Mensch respektierst. Darum habe ich für dich einen Leitfaden erstellt, wie du als Mann mit einer modernen Frau die 6 größten Fehler vermeiden kannst, so dass sie mit dir immer zufrieden ist. Leitfaden für den Mann mit der modernen Frau. Ob man es jetzt unbedingt modern nennen muss, keine Ahnung, aber es ist. Ich sage euch, da ist Satire dabei. Also wir werden uns hier noch gut amüsieren, ich sag's euch. Moderne Frauen setzen ja ihre erotischen Reize im Ausgang in Szene, damit sie nicht unbemerkt bleiben. Gleichzeitig wollen sie von Männern nicht unaufgefordert Komplimente erhalten, sie wollen nicht unaufgefordert angesprochen werden. Gleichzeitig wollen sie aber, dass du als Mann spontan den ersten Schritt machst. Gleichzeitig wollen sie, dass du vor dem ersten Schritt rücksichtsvoll abklärst, ob es okay ist, den ersten Schritt zu machen. Okay, also ich meine, da ist jetzt schon Satire dabei. Also du kannst ja nicht vor dem ersten Schritt dann noch abklären mit ihr, ob es okay ist, den ersten Schritt zu machen. Aber ich meine, es kommt ja jetzt gleich noch die Erklärung, wann es okay ist, den ersten Schritt zu machen. Und da müssen wir jetzt mal hinhorchen. Aber du darfst nur den ersten Schritt machen, wenn du über 1,83 groß und attraktiv bist und einen überdurchschnittlich akzeptablen sozialen Status vorweisen kannst. Okay, du denkst jetzt vielleicht mit diesem. Also, über 1,83 groß, gut aussehend, hoher sozialer Status. Also die 1,83, die kann ich gerade noch so erfüllen, danach hört es halt irgendwo auf. Voraussetzungen traue ich mich ja im Ausgang gar nicht mehr auf Frauen zuzugehen, dann bleibe ich lieber passiv. Na, 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 nicht so negativ. Du darfst Frauen durchaus mal ansprechen. Aber dafür musst du halt einfach zum Top 1% der gut aussehenden Menschen gehören. Aber da du meistens nicht qualifizierst, ist die Standardregel beim Kennenlernen auf Kommunikation mit irgendwelchen beliebigen Frauen lückenlos zu verzichten. So kannst du ihre hohen Erwartungen nicht zerstören und erlaubst ihr weiterhin in ihrer Traumwelt zu leben. Die Menschen wird aufgrund dieses Paarungsverhaltens zwar früher oder später aussterben, aber das ist immer noch besser, als wenn der nächste Hashtag nach dir benannt wird. Dieser nächste Punkt gilt bei Frauen ganz allgemein. Wenn du sicher gehen willst, dass dich die moderne Frau nicht. Da habe ich es ein bisschen zu spät gepaust. Der nächste. Also Frauen lieber in ihrer eigenen Traumwelt leben lassen, anstatt sie dann. Dass sie von jedem Arsch angesprochen werden und hinterher gibt es wieder so ein Hashtag Aufschrei, Pauli geht. Ich weiß nicht, ob ich meinen eigenen Hashtag hier mit einbauen soll später in der Nachbearbeitung. Da wäre doch mal eine Idee. Na, ja, wobei. Hau mal da mal rein.
nicht missversteht, musst du richtig kommunizieren. Die sozial erwünschte Rhetorik ist einfühlsam, wohlwollend und unaufrichtig. Denn Frauen machen keine Fehler, sie sind perfekt. Der Verhaltenskodex lautet darum, sag ja nichts Negatives über Frauen. Solange sie natürlich in ihrer eigenen Blase leben, ist da natürlich gar nichts dran auszusetzen. Ich meine, ich bin auch perfekt. Zumindest in den 12 Quadratmeter Gamingzimmer hier gibt es nichts anderes außer mich. Und wenn es hier nichts anderes gibt, dann kann es auch nichts Besseres als mich geben. Ich meine, das ist natürlich eine unwiderlegbare Logik, gell? Also diese 12 Quadratmeter hier, das ist mein Reich. Und nichts Negatives zu ihnen. Das verzeihen sie dir nie. Aber Achtung, du darfst auch nicht nichts sagen, du musst etwas Positives sagen. Denn du machst dich ganz schnell des Sexismus verdächtig, wenn du zu bestimmten Themen einfach schweigst. Die moderne Frau ist glücklich, wenn du ihr sagst, was sie hören will. Datest du eine Frau oder führst du mit ihr eine Beziehung, gilt es, einiges zu beachten, wenn ihr mal ausgeht. Wichtig ist hier, alte Geschlechterrollen aufzubrechen, denn du willst auf keinen Fall reaktionär wirken und in irgendwelche sexistischen Gentleman-Klischees verfallen. Damit sie das ganz sicher auch mitkriegt und du nicht noch aus Versehen nett bist oder nette Dinge tust, hältst du ihr beim Eintritt ins Lokal die Tür nicht auf, am besten du lässt sie hinter dir gleich zufallen. Ja, genau. Drinnen ziehst du sofort den Stuhl weg, setzt dich als erstes selbst drauf und bestellst dir erstmal ein Bier. Kümmere dich nicht um sie, sie soll dann selber schauen. So respektierst du ihre Selbstständigkeit und ihre Autonomie. In der Vergangenheit haben ja fiese Schurken stets die Restaurantrechnung bezahlt, weil sie ignoranterweise dachten, die Ladies einzuladen sei eine nette Geste. Sie konnten ja nicht ahnen, dass die Frauen das gar nie gewollt haben. So wenig wie sie wissen können, dass Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn die Frauen in Restaurants nicht mehr eingeladen werden. Was du also tust, auch wenn du mehr isst als sie, bei der Rechnung machst du 50-50. Das ist fair. Du kannst ja nichts für, dass sie wenig isst. So fühlt sie sich als moderne Frau von dir nicht bevormundet. Halte ihr auch nie den Mantel und steig am besten immer vor ihr die Treppen hoch. Falls du nämlich stolperst, ist es einfacher für sie, dich aufzufangen. Heutzutage ist es besser, sie ist beleidigt, weil du sie nicht aufgefangen hast und sie sich etwas bricht, als wenn du sie auffängst, sie es aber gar nicht wollte. Ja, weil das ist wieder so diese scheiß überspitzte Wahrheit, gell? Eine Frau lieber stolpern lassen und sich den Arm brechen lassen, als sie auffangen und hinterher bei der Polizei heißt es dann noch, ja, der Typ hat mich so unansehnlich begrapscht oder was, weißt du, du versuchst sie noch irgendwie aufzufangen, dass sie sich nichts bricht und dabei so, ih, lass mich los, du Penner, so, ich sag's euch, das ist schön. Es ist manchmal das. Da fällt mir, weißt du, dieser eine Witz wieder ein von Ding. Von wie hieß es? Kommt ein Typ zu einer Frau hin und fragt so, willst du was trinken? Und die Frau so, du, ich hab einen Freund. Und er so, ja, und ich bin Barkeeper, du Barbie-Puppen-Fehlpressung. So ungefähr, weißt du, also lieber die Frau, also und vor allem, gell, ich soll natürlich zuerst die Steg hochsteigen, damit sie mich dann hinterher auffallen kann. Und ganz, ganz toll fand ich vor allem übrigens so diese Ausführung so, ich kann ja nichts dafür, wenn sie weniger isst als ich, wir machen immer halbe halbe. Es wäre natürlich schon hart, weißt du, stell dir mal vor, du bist in so einem guten Restaurant und du verdrückst da so ein richtig geiles Rumsteak mit Pommes und Kräuterbutter oder einer Pfefferrahmsoße und es kommt so auf, oh, also ich glaube locker 24,90 auf der Biereck oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so ganz herrlich und nebendran die Frau, die kriegt so ein bisschen, was weiß ich, so ein Feinschmeckersalat, 12,90, vielleicht 14,90, keine Ahnung, also so ein bisschen Rohkostsalat mit ein paar Putenbruststreifen drin oder sowas und dann machst du einfach halbe, halbe. Zahlt jeder 20 Euro, passt. Ah ja, ich sag ja, hier ist quasi die Wahrheit, die Wahrheit, die hier drin steckt, ja, die wird dann einfach so aufgebauscht. Sämtliche Stereotype, Geschlechterrollen schädlich sind, das lernen wir von der modernen Gesellschaft. In deinem besten Interesse lehnst du also jede typisch männliche Verrichtung strikt ab.
Wenn in eurem Haushalt etwa der Abfluss verstopft ist, der Müll runtergebracht, Computerzeugs eingerichtet oder der Hund bei Kälte und Regen Gassi geführt werden muss, entschuldige dich höflich, aber weise die Tätigkeit zurück. Sage ihr, du kochst heute Abend, wenn sie dafür die drei Bilder aufhängt und die Stromsparlampe auswechselt, denn Bohrer kannst du ihr ja schon mal hinstellen. Geschlechterunterschiede sind ein soziales Konstrukt, darum lass sie den Abfluss entstopfen und auch das Problem mit der fetten Spinne im Flur lösen. Beziehe dich dabei. Da kommt mir eine meiner Kolleginnen wieder ein Ding ins Gedächtnis, für die ich schon Spinnen einfangen musste. Schon, ich glaube, erst vorgestern oder wann habe ich die dritte Spinne für sie eingefangen. Das Lustige war, die ersten zwei, die eine Spinne saß in der Vitrine drin, die musste ich fangen. Die eine Spinne saß an der Decke über dem Kaffeeautomaten, die musste ich fangen. Und die dritte Spinne, die saß am Boden in der Ecke und hatte so ähnliche Farbe wie die Fliese. Und die hat sie anfangs nicht mal gesehen. Und ich hole mir dann einen Kaffee, weißt du, und laufe so dran durch. Und so denkst du so, hä, das ist doch nicht die Fliese. Und du gehst so nach unten, guckst so am Boden. Ah ja, da hockt eine Spinne, weißt du, und die andere steht natürlich auch direkt neben dem Kaffeeautomaten und sieht die Spinne nicht, weil sie eben so eine ähnliche Musterung wie die Fliese hat. Und also, ah, guck mal, eigentlich hat die Kollegin diese Spinne noch nicht entdeckt, schon müsste ich die jetzt auch noch fangen. Gesehen hat sie natürlich erst, nachdem ich darauf hingewiesen habe. Auf die Geschlechterrollen, die aufgebrochen werden müssen. Das macht moderne Frauen glücklich und ihr Leben viel einfacher. Eng mit den Geschlechterrollen verknüpft ist ja die toxische. Vor allem auch noch dieses Ding, gell? Also ich koche, wenn sie die drei Bilder aufhängt. Also ich bin jetzt eh kein Meister im Kochen. Also man kann es zwar essen, aber so der Geschmack, der ist immer so ein bisschen zweitrangig bei mir. Aber da würde ich auch ganz ehrlich sagen, also da würde ich lieber selber die Bilder aufhängen, bevor ich noch anfangen müsste zu kochen. Ich sag's ganz ehrlich, Leute, ich bin ein Mann, für den wurden Mikrowellenessen erfunden. Männlichkeit. Auch die Leaderrolle, also die Führungsrolle, die vor allem mit Männern und ihren angeborenen Charaktereigenschaften verbunden wird. Diese Verbindung verzeihen sie dir nie. Die Standardregel lautet hier, verleugne stets deine biologischen Triebe, wie sich instinktiv kümmern oder die Partnerin instinktiv beschützen, wenn es drauf ankommt. Stürme immer als erstes aus dem brennenden Haus, mach sich ein Einbrecher an der Haustür zu schaffen, verstecke dich unter der Bettdecke und überlasse es der Partnerin nachzusehen. So durchbrichst du nicht nur diese problematischen Geschlechterrollen, sondern demonstrierst ihr, dass sie sehr gut auch ohne dich klarkommt. Sie wird sich bei dir sicher fühlen und das Gefühl haben, beschützt zu werden. Sei also kein Leader, sondern ein Follower. Verhalte dich so beta-male wie möglich, damit sie glücklich ist. Sie wird sich bei mir vor allem dann beschützt fühlen, natürlich, wenn ich mich unter der Bettdecke verstecke und sie nachgeht, wo das Geräusch herkommt. Ist mit dir, während sie wahrscheinlich Fantasien vom Alpha-Male hat. Aber egal, das sind ja nur Fantasien. Ja, lege also deine männlichen Eigenschaften ab, komme so genderneutral daher wie möglich, also eigentlich wie ein Kind. Apropos Kinder und Familie. Es gilt hier zu wissen, die moderne Frau möchte finanziell von dir unabhängig sein. Gleichzeitig will sie im 20%-Pensum arbeiten. Eine Wahl, die durch dich als vollzeitarbeitender Mann optimalerweise ermöglicht wird. In anderen Worten, moderne Frauen möchten sich in ihrem Traum verwirklichen können, wollen unabhängig sein und tun, wozu sie Bock haben. Und solange das gut geht, ist das fantastisch. Läuft es mal nicht so gut, sind sie gerne wieder abhängig von deinem Job und von dir als Oberste. Dem Ernährer der Familie. Die Standardregel lautet darum, im besten Fall überweist du einfach einen möglichst großen Teil deines Einkommens per Dauerauftrag permanent auf ihr Konto, ohne dass sie es groß mitkriegt. Weil so bringst du sie nicht in die unangenehme Lage, dass du mal zahlen musst. Dein Einkommen wird für Haushalt und Familie ausgegeben, ihres kommt auf ihr Konto. Oder wie man unter modernen Frauen sagt, dein Geld ist für euch beide, ihr Geld ist für sie. Das erinnert mich in einem ungesund starken Maße an meine Ex-Freundin. Und darüber gibt es hier gar nichts zu lachen. Ja, hast du diesen wissenschaftlich erforschten Leitfaden erstmal verinnerlicht, kannst du als Mann mit einer modernen Frau nichts mehr falsch machen. Du kannst mir mit einem Abo und einem Like danken. Viel Glück! So kommen Frauen beim Sex. Es ist für Männer. Das wollte ich doch jetzt gerade da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe mir dieses Video beim ersten Mal angeguckt und ich habe mich so dermaßen schlapp gelacht über diese überspitzte Realität. Und wenn das dir dann eigentlich mal so auf der Zunge zergehen lassen muss, dass es vielleicht für viele nicht nur eine überspitzte Realität ist, sondern halt wirklich diese Realität,
wo manche in ihrer sogenannten Traumblase leben, wo du echt sagen musst, so, also es kann doch jetzt nicht sein, ja, also. Also ich meine doch gerade so Situationen, wie jetzt zum Beispiel sie lieber fallen zu lassen, anstatt sie aufzufangen und sie dabei vielleicht noch an gewissen Körperstellen zu berühren und sie holt hinterher noch Polizei, weil sie sagt, ja, hast du sie begrapscht und so. Also da müsste ich mir echt überlegen, ob ich das nicht auch so mache. Also da gibt es bestimmt die eine oder andere Bitch, die da noch auf die Idee kommen würde, das zu machen. Also ich meine, wenn ich schon überlegt habe, wofür was teilweise Leute vor Gericht gesagt haben, weil sie echt an ihre eigene in ihr eigenes Gedankengut so dermaßen verstrickt waren oder sowas, also das kann ich eigentlich fast nicht denken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, du denkst halt zuerst so, da steckt diese Wahrheit in diesem Video, dass die Frauen so gerne so sein wollen und ja, man darf nicht nichts sagen, schon gilt man gleich als sexistisch und man darf auch nichts gegen sie sagen, man darf sie ja quasi nur befürworten in dem, was sie macht und dann ist ja kein Wunder, dass Frauen dann anfangen in so einer Blase zu leben, wenn sie ein Foto bei Instagram posten und 100 Männer irgendwelche Herzchen oder Herzsmileys oder sowas drunter posten, dann denken die auch, ja Mann, ich bin voll begehrt, ja Mann, ich bin die 10 von 10, ja. Warum sollte ich mich mit etwas Schlechterem als einer anderen 10 zufrieden geben? Naja, es ist. Fangen wir nicht drauf an. Ich habe es ganz lustig gefunden. Also, ich hoffe, ihr habt es auch lustig gefunden. Also, das ist, wie gesagt, hier ist echt so ein bisschen Wahrheit und dann kommt so viel Satire dazu. Naja. Wie dem auch sei, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Lasst der netten Frau doch auch ein Like da oder mal sowas. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ciao, Fans!